Hallo und hier ist wieder der Andi von der Arche der News. Ich erzähle euch heute etwas über die Erdbeerhimbeere. Ja, richtig gehört, Erdbeerhimbeere. Nein, keine Kreuzung zwischen Erdbeere und Himbeere. Das Ding heißt so, sie gibt es in Asien, es ist eine eigenständige Pflanze. Sie wird auch japanische Himbeere genannt. Viel Wissenswertes darüber. Viel Spaß dabei, viel Spaß beim Video. Anfang April. Unsere Erdbeerhimbeere kommt ganz langsam aus der Erde raus. Man hat schon gedacht, da passiert gar nichts, aber es war lange kühl, von daher dauerte es etwas länger, bis sie jetzt anfängt zu treiben. Jetzt haben wir Ende Juni und aus dem kleinen Pflänzchen ist schon ein recht ansehnlicher Busch geworden und wir sehen, die erste kleine Knospe hat sich gebildet. Jetzt geht es also los mit der Blüte und dann hoffe ich, werden wir auch eine kleine Mini-Ernte zum ersten Mal von unserer Erdbeerhimbeere haben. So, und hier haben wir die interessante Blüte, die von kleinen Insekten besucht wird. Hier sind Ameisen und kleine Käfer dran. Die bestäuben hoffentlich ganz brav, damit wir dann diese, ich sag mal, interessante Frucht zum ersten Mal in diesem Jahr genießen können. So, hier oben kann man noch eine kleine Knospe erkennen. Ansonsten ist die Blütezeit jetzt durch. Die Erdbeerhimbeere ist quasi durchgeblüht und wir sehen jetzt hier unten kommt schon gut sichtbar die Beere. Die Beere, die wirklich aussieht wie eine Himbeere, wenn jetzt hier hinten dieser Blütenansatz nicht noch dran wäre, dieser komische Kranz, dann könnte man echt denken, also wenn ich jetzt nur die Beere vornehme und zeige, sagt der, oh, ist eine Brombeere oder Himbeere. Es ist aber eben die Erdbeerhimbeere oder japanische Himbeere. Kommt übrigens, wie der Name schon sagt, aus Japan. Wächst als kleiner Halbstrauch. Sie blüht von Juli bis September. Ist mehrjährig, kommt auch immer wieder. Das ist das Schöne, dass sie sich über Rhizome weiter verbreitet. Immer kräftiger, voluminöser wird. Die Beeren einfach in den Mund oder als Dessert. Auf Kuchen, auf Eis. Das ist also ein schönes, exotisches Deko-Gewächs, würde ich sagen. Jeder guckt und denkt, ach, kenne ich? Nee, kenne ich doch nicht. Und vom Geschmack her was ganz was anderes. Also auf Buffets macht sich auch gut. Wie gesagt, vermehrt sich über Rhizome, kann also ganze Flächen damit füllen. Ein bisschen aufpassen. Man sieht es hier unten bei der anderen relativ gut. Sie haben kleine Dornen, also ganz ähnlich wie bei uns eben auch unsere Himbeere oder Brombeere. Kleine Dornen sind dran. Also etwas wehren die sich gegens Pflücken, aber man kriegt sie gut ab. Sie sind lecker und gleich sehen wir die fertige Frucht. So, und hier ist das stolze Endergebnis. Wir haben zum ersten Mal eine wunderbare Frucht an unserer Erdbeerhimbeere dran. Sieht ganz witzig aus, weil sie wirklich aussieht wie eine Mischung zwischen Erdbeere und Himbeere. Schmeckt aber ganz anders. Also eine wirklich mal interessante Frucht. Versucht die irgendwo zu bekommen. Ich kann es nur raten. Es ist ganz witzig, die auch mal auf einem Buffet zu haben oder einfach so wegzunaschen. Jo, das war's auch zur Erdbeerhimbeere. Also, ich esse die jetzt zum ersten Mal. Von daher, ich wünsche euch alles Gute. Denkt an die Äpfel, bleibt knackig und holt euch mal ein paar leckere Beeren. Der Andi von der Arche der News.